Freunde der Weisheit, guten Abend. Hier ist Jürgen Wiebeke und diesmal melden wir uns aus der Stadtbibliothek in Solingen mit einer ambulanten Ausgabe des Philosophischen Radios. Wobei ich glaube, in der falschen Körperhaltung. Denn ich stehe, mein Gast steht, die WDR-5-Hörer, die hier mitphilosophieren werden, sitzen auf harten Stühlen in doch einigermaßen gespannter Atmosphäre und Stimmung. Und das passt so überhaupt nicht zu den Darstellungen, die wir kennen von dem Mann, dem wir den heutigen Abend widmen wollen, Gautama Siddhartha, genannt Buddha. Das ist immer die gleiche Pose, in der er für gewöhnlich gezeigt wird. Sehr relaxed, wie man heute sagen würde, im Schneidersitz, ein bisschen vollschlank. Dabei war er eine ganze Zeit lang seines Lebens doch ein richtiger Hungerkünstler. Volker Zotz beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Gautama und seinem Denken. Er lehrt indische und japanische Philosophie, womit dann auch schon die beiden Länder genannt sind, in denen er große Teile des Jahres jeweils verbringt. Und wenn er dann in seinem europäischen Leben Philosophie lehrt, dann an der Uni in Luxemburg. Herr Zotz, herzlich willkommen bei uns. Danke, Herr Wiebeke. Guten Abend. In Ihrem Einführungsbuch über den Buddha, da gibt es ja ganz viele Darstellungen, die allerwenigsten im Schneidersitz. Man sieht ihn stehend, wie er doziert. Wie kommt es denn, dass sich dieses Bild vom Schneidersitz so eingeprägt hat und dass es auch immer wieder reproduziert wird? Ja, also Schneidersitz ist europäisch. Die Inder würden sagen, es ist ein Padmasana, ein Lotussitz. Lotus ist die Blüte der Reinheit, die wächst über das Schmutzwasser empor und dann sitzen üblicherweise Götter im Lotussitz, auf der Lotusblüte im Indischen. Aber es ist der Sitz, der meditative, der konzentrierte Sitz am Boden, der nach der Tradition eingenommen wurde von Gautama, als er vom Normalmenschen zum Buddha wurde. Buddha, das heißt der Erwachte, wörtlich, also man liest oft erleuchtet, aber das Licht steckt da gar nicht drin. Der Buddha ist ein Wachgewordener und dieses Erwachen, das zeigt sich in der Stille, in der Konzentration, im Sitz. Es gab einen ganz konkreten Moment in seinem Leben, woran sich dieses Erwachen knüpft. Da muss er so gesessen haben, in diesem Lotussitz unter einem Baum, und zwar in der Nacht, ne? Es soll in einer Mainacht gewesen sein, Vollmondnacht im Mai, ja, das ist die Tradition. Was mag da passiert sein in dieser Nacht? Das ist eine sehr schwierige Frage, mithin eigentlich keine philosophische Frage. Es ist, wenn man so möchte, eine mythologische Überlieferung, wenn man hört, was da passiert ist. Es soll passiert sein, wenn man es etwas im Zeitraffer jetzt bringt, dass er da saß. Kurz vorher hat er sehr harte Askese geübt, hat sich überlegt, diese harte Askese aufzugeben, dass er eigentlich nur mehr sitzen möchte und beobachten möchte, was jetzt in diesem Moment und in diesem Augenblick ist. Und nach dem Mythos, wie ich es einmal nennen möchte, nach dem Bericht, sei er dann in diesem Augenblick sich zunächst ganz seiner selbst, wie er hier sitzt, bewusst geworden, dann im Rücklauf seines ganzen Lebens, dann, wir sind im Indien, werden wir vielleicht noch drüber reden, der Reinkarnation, der Wiedergeburtslehren, dann sah er Leben vor diesem Leben, 100.000, wie der Text sagt, sah er in dieser Nacht. Wer hat ihn denn geschrieben, diesen Text? Das wissen wir nicht. Also der Text legt es ihm selbst in den Mund. Er erzählt es später seinen Schülern auf diese Weise, aber da ist ein längerer Entstehungsprozess natürlich zu sehen zwischen dem Leben des Gautama vor etwa 2500 Jahren bis zur Niederschrift dieser Texte. Er sah 100.000 Leben, also im Rückblick, und dann sah das Entstehen und Vergehen von 100.000 Weltsystemen im Rückblick und ja, er sei ein ewiges Kommen und Gehen von Individuen, von Welten. Und indem er das sah, musste er an nichts mehr hängen und konnte alles loslassen, wie es heißt. Er war wach geworden, er träumte nicht mehr als ein ja durch die Welt getriebenes Teilchen. Er war über die Welt hinausgekommen, so
der mythologische Bericht. Da sind wir noch nicht bei der buddhistischen Philosophie, obwohl viel buddhistische Philosophie bereits in diesem Begriff vorhanden ist. Ja, das war jetzt, Herr Zotz, das zweite Stoppschild, was Sie als Philosoph aufgestellt haben. Ich verstehe das so, man muss bei Gautama immer aufpassen, was ist tatsächlich durch Quellen gesichert und was ist Legende. Ja, es ist weniger so, also es ist weniger das Quellenproblem. Das Problem jetzt für den Philosophen. Ich sehe darin nicht wirklich ein Problem. Das Problem für den Philosophen ist, dass aus dieser Lehre des Gautama Siddhartha eine der großen Weltreligionen geworden ist. Das heißt, dass was einmal begonnen haben dürfte, sehr stark auch, also Gautama argumentiert, er ist einer der ersten in Indien, die argumentieren, die systematisch denken wollen, die folgerichtig ein System darlegen möchten, das ist mit der Zeit zu einer Weltreligion geworden. Gautama ist vergleichbar dem Sokrates oder dem Platon. Platon spricht auch von Wiedergeburten, er spricht auch von der Erlösung, aber aus Platons Philosophie ist keine Weltreligion geworden oder Weltreligion entstanden. Deswegen können wir damit ganz anders umgehen. Das klingt ja fast so, als wäre es Ihnen lieber, wenn es den Buddhismus nicht gäbe, nein, dann können Sie sich dem Buddha viel freier nähern. Keinesfalls. Ich sage, es ist ein bisschen das Problem, unbefangen auf Gautama als Philosophen zu schauen, weil mehrere große buddhistische Konfessionen entstanden sind, die in gewisser Weise ein kanonisches Lehrsystem geschaffen haben, was es ein bisschen schwerer macht, da unbefangen an die Literatur heranzugehen. Sie verzeihen die Frage, auch wenn es wiederum noch keine philosophische ist, zu der kommen wir ja noch. Aber ich denke, alle hier im Saal haben einen Anspruch darauf, das zu wissen. Sind Sie Buddhist? Sind Sie Buddhologe? Sind Sie, ja was denn? Ich lehre Philosophie. Das habe ich ja schon gesagt. Wenn wir persönlich werden, ich habe in meinem Leben, was meine Stellung und meine Perspektive auf Gautama und auf den Buddhismus angeht, eine sehr große Entwicklung auch durchgemacht. Also ich war in meiner, Gautama fasziniert mich nicht als Forschungsthema, einfach als Thema, seit ich etwa, ich glaube, 9 oder 10 Jahre alt war, hat mich das sehr stark ergriffen und begleitet. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe lange in Asien, etwa 10 Jahre in Japan gelebt, ein buddhistisches Land. Und ich würde sagen, in meinem Denken, in meinem Philosophieren, spielt der Buddhismus eine sehr wesentliche Rolle. Als einen Buddhisten würde ich mich nur mit ganz, ganz großen Einschränkungen und darum lieber nicht bezeichnen. Mhm. Kommt vielleicht heute Abend auch noch mit ein oder anderen raus, wie ich als erklärter Abendländer meine Perspektive auf den Buddha habe. Ja, bevor ich zu den im eigentlichen Sinne philosophischen Fragen komme, würde ich gerne doch noch versuchen, ihn, den Gautama, in seinen Zeitumständen ein bisschen zu verstehen und vor allem zu ergründen, was diesem Erlebnis unter dem Baum da in der Nacht eigentlich vorausgegangen ist. Also es muss einen Punkt gegeben haben in seinem Leben, da hat er sich entschlossen, hauslos zu leben, also als Wanderer. 6 Jahre waren das. Und Sie haben das schon angedeutet, er hat sich ausprobiert in Form von extremer Askese. Was hat er da probiert? Ja, das wäre allein für sich ein abendfüllendes Thema. Ich versuche es ganz kurz zu machen, aber es werden doch ein paar Sätze werden. Wenn wir das ganze Phänomen Gautama und Buddha der Erwachte verstehen wollen, müssen wir ein bisschen was auch sehen über die indische Situation jener Zeit. Es war eine große Umbruchszeit gewesen. Indien hat bis dahin, kann man sagen, jetzt wir sprechen vom Norden Indiens, vom Gangestal und was etwas nördlich und südlich davon liegt. Indien hat aus vielen Fürstentümern bestanden, kleinen Fürstentümern, mit Regenten, die zum Teil gewählt waren, so kleine Wahlmonarchien. Und zur Zeit des Gautama, etwas vorher einsetzend, hatten wir eine landwirtschaftliche Revolution, eine Art Reisbaurevolution. Man hatte die Metallsichel erfunden und den Eisenpflug und diese Dinge, hatten plötzlich große Überschüsse an Nahrungsmitteln. Das führte zu Verstädterung, es kam zum Handwerk, aber es kam auch zu Großreichen, jetzt größere Felder, das bedarf des Herrschers, der über die Grenzen wacht. Und es entstanden in Indien aus den kleinen Fürstentümern nach und nach Großreiche.
Das heißt, die Großreiche haben mehr und mehr kleine Fürstentümer geschluckt. Und dieser Gautama war Sohn eines solchen Fürsten mit einer ganz kleinen Region. Und das war ein Staat auf Abruf. Gautama hätte einmal die Regentschaft übernehmen sollen, aber es war klar, dass dieser Staat nicht lange existieren wird. Er hat auch noch zu seinen Lebzeiten sozusagen aufgehört zu existieren, wurde geschluckt vom Nachbarland. Gut, aber ein Mann aus privilegierten Verhältnissen? Er war ein Mann aus privilegierten Verhältnissen, aber in einer Weltuntergangsstimmung, die damals war. Die Legende sagt, was also heute auch oft man dargestellt sieht, er hat einen Alten gesehen, einen Kranken und einen Toten und sich dann entschieden, Wanderer zu werden. Wenn man die Quellen liest, stimmt nicht. Er erzählt das von einem Weisen der Vorzeit, nicht von sich selber. Wäre auch unglaubhaft, dass er im Indien der damaligen Zeit keine Toten, keine Alten, keine Kranken gesehen hätte. Er sagt, und da dürfte diese politische, wirtschaftliche Situation eine Rolle gespielt haben, er begann an der Vergänglichkeit zu leiden, an der Nichtdauer der Dinge, und er wollte nach dem suchen, was der Nichtdauer unterliegt. Und das hat ihn motiviert, diese 6 Jahre zu wandern, und er hat Philosophen aufgesucht, Yogis aufgesucht, Weise aufgesucht und gefragt, was ist es, was dieser Nichtdauer unterliegt? Ich lebe in einer vergänglichen Welt, ich sehne mich nach der Nichtdauer. Aber jetzt wundere ich mich, dass Sie diese Frage, was sind die Dinge, die dauerhaft sind, die nicht vergänglich sind, warum Sie diese philosophische Frage wiederum eher historisch versuchen zu beantworten, denn das sind ja auch Fragen, die im Abendland gestellt worden sind. Das sind zweifellos Fragen, die im Abendland gestellt worden sind, und man hat sie in Indien der Zeit Gautamas nicht unähnlich beantwortet wie zu gewissen Zeiten im Abendland. Also die Lehrer, die Gautama aufsuchte, die sagten ihm Dinge wie, alles was du siehst, entsteht und vergeht, aber du bist derjenige als Subjekt, der die Dinge entstehen und vergehen sieht, also ist etwas Ewiges in dir. Du bist im Tiefsten dieses Nichtdauernde. Und man sprach dann im Indien der Zeit Gautamas vom Atman, dem Wesen des Menschen, oder vom Jiva, dem Lebensprinzip im Menschen, was der Dauer unterliegen würde. Und das hat Gautama gesucht. Sie haben vorhin diese Askesepraktiken angesprochen. Er hat es gesucht mit aller Vehemenz und mit aller, mit Einsatz seines ganzen Lebens. Er hat ein Fasten bis zum Tode begonnen in einem Augenblick. Er sagt dann von sich selber, wenn ich an die Bauchdecke gefasst habe, bin ich bis hinten an die Wirbelsäule gekommen. Und wenn ich mich an der Wirbelsäule angefasst habe, bin ich an der Bauchdecke vorne mit dem Finger herausgekommen. Er hat sich in Tierpositionen begeben, in Ställen gelebt, wie er berichtet. Also er hat sich sehr, sehr erniedrigt, um alles Vergängliche, Materielle sozusagen aufzugeben und sein tiefstes, sein eigenes Wesen zu finden. Ich muss sagen, das sind die Dinge, über die ich gestolpert bin beim Lesen Ihres Buches. Das versteht man nicht so einfach. Wie man es sich zum Ziel setzen kann, gut, dass man verhungern möchte, dass man möglichst wenig atmet, dass man auf allen Vieren kriecht und nicht aufrecht, dass man behutsam jeden Schritt setzt, in der Hoffnung, keinen Käfer zu zertreten. Ich verstehe noch nicht, welchen Durchbruch er sich davon erhofft hat, dass er sich selber kasteilt hat. Es ist wirklich ganz simpel, wenn man sagt, das Wesen, das tiefste Wesen in mir ist nicht vergänglich. Es ist in eine vergängliche Welt verstrickt und muss sich von dieser vergänglichen Welt lösen. Die vergängliche Welt ist Nahrung. Wenn ich die vergängliche Welt loslassen möchte, in der Jaina-Philosophie, der Gautama nahe gestanden haben dürfte, bevor er seinen eigenen Weg fand, in der Jaina-Philosophie sagt man, dass sozusagen dieses tiefste Wesen des Menschen, der Jiva, beschwert wird durch Materie. Das kommt alles durch die Nahrung, durch den Atem hinein. Wenn es einem gelingt, all das loszulassen, wirklich nahrungslos zu sterben, dann steigt dieser Jiva zum höchsten Punkt des Universums auf und ist für immer erlöst. Gautamas großer Schock und der Weg in seine eigene Philosophie hinein war dann die Erkenntnis, die er für sich gewonnen hat, es gibt kein solches Wesen, das ewig ist in mir.
Er hat gehungert fast bis zum Tod. Er hat es nicht gefunden. Er hat es durch allerlei meditative Methoden gesucht. Er hat es nicht gefunden. Und das, was dann der Startpunkt eigentlich seines eigenen Denkens ist, ist, dass er sagt, dieses Dauerhafte, nach dem ich gesucht habe, existiert nicht. Also da hat er etwas verworfen, was er ausprobiert hat. Bevor wir uns anschauen, welchen Weg er stattdessen eingeschlagen hat, würde ich das gerne mal versuchen, zur Diskussion zu stellen. Was Ihnen durch den Kopf geht, wenn Sie von solchen Askese-Praktiken hören, ob das etwas ist, wo wir heute noch rankommen? Also ich denke, das ist auch im christlichen Glauben ja durchaus vorhanden. Wir haben eine Fastenzeit und es ist ja auch wieder gerade was ganz Modernes, also Heilfasten zu machen. Und Jesus ist auch 40 Tage in die Wüste gegangen, um zu fasten, um wirklich an das Wesentliche zu kommen. Also so empfinde ich das. Also von daher denke ich, ist das erstmal nicht so ein Riesenunterschied in den Religionen. Vielleicht haben wir es dann im Laufe der Jahrhunderte auch ein Stück vergessen. Aber Heilfasten dient ja nicht nur dazu, den Körper zu entschlacken, sondern ich würde das als erster Linie als betrachten, ich will da auch geistig was entschlacken. Muss man denn, um das so auszuprobieren, wie Herr Zotz das beschrieben hat, Buddha oder Jesus sein? Das glaube ich nicht. Also ich weiß es nicht. Also jetzt, wenn ich davon ausgehe, er hat Buddhaschaft erfahren und ist erleuchtet worden, maß ich mir das nicht an, in einem normalen Alltag sowas zu erreichen. Aber dass ich vielleicht so, ich hoffe mal, dass ich da so Mini-Sprenkel auch mal im Alltag in Meditation oder so erfahren kann. Das sind dann vielleicht mal so ein Bruchteil von einer Sekunde oder so. Also das habe ich auch in der Yoga und dann in der anschließenden Meditation erfahren, weil ich die Yoga auch eher so empfunden habe, ich mache was mit meinem Körper, um den zur Ruhe zu kriegen, um dann hinterher in die Meditation zu kommen. Und da bewege ich mich ja dann gar nicht mehr. Da mache ich ja nicht irgendwelche Asanas oder andere Übungen. Ja, aber machen Sie irgendetwas, was Ihnen wehtut, was Entbehrung oder Qual erfordert? Jetzt im Moment nicht, aber bei Heilfasten oder so habe ich das schon durchaus gemacht. Oder auch mal in der Yoga-Haltung auszuhalten, ja, wo man dann den Dehnungsschmerz zum Beispiel freudig begrüßt. Also das ist nicht nur angenehm. Sie wollten etwas sagen. Ja, mich würde interessieren, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Gefühle sehr viel in unserem Leben ausmachen und dass wir auch sehr viel davon mitnehmen für unser Leben. Also können wir einfach mitnehmen. Wir erleben zwar auch schlechte Gefühle, aber auch sehr gute und das bringt uns weiter, finde ich. Also wie positiv, so negativ. Mir scheint es so, aber dass der Buddha eher den Weg der Flucht ergriffen hat von den Gefühlen. Ist das so? Sehen Sie das auch so? Und ob der auch die Bindungen zwischen Menschen auch nicht haben wollte, weil das doch wohl sehr schmerzvoll sein kann? Ja, also dem würde ich zumindest weitgehend zustimmen. Das ist immer wieder ein Argument für den Buddha, wenn also Menschen zu ihm kommen und leiden, weil ein lieber Angehöriger verstorben ist, ein Enkelkind verstorben ist oder ähnliches, dass eine Argumentation kommt im Sinne von, wer nichts hat, woran er hängt und wer nichts hat, was er liebt und was er will, dem bleibt auch das Leid erspart. Nicht ganz zustimmen würde ich, und da geht Gautama einen ganz anderen Weg, nicht ganz zustimmen würde ich, dass er wegläuft vor den Gefühlen. Also sein Weg ist hier, und das, was er seinen Schülern empfiehlt, ist hier ein ganz radikal anderer. Nämlich, er sagt, man muss sich seiner Gefühle vollkommen bewusst werden. Also ein wesentlicher Aspekt, was wir gesagt haben, den sogenannten Schneidersitz, der meditierende Buddha oder seine meditierenden Schüler, haben unter anderem eine wesentliche Übung, das ist das Betrachten der Gefühle. Sie müssen sich bewusst werden, was sie empfinden, was sie fühlen, was sie begehren, was sie wollen. Und wenn ihnen das ganz bewusst geworden ist, können sie es loslassen oder können darüber nachdenken. Wenn ich diesem Gefühl des Habenwollens nachgebe, dann bringt mir das Leid letztlich und können dann so Abstand nehmen von all den Gefühlen, die ein Anhaften bedingen. Ich denke, wir haben diesen Komplex,
Ich würde gerne diesen Punkt abschließen, ob es sich da um eine Flucht gehandelt hat, inwiefern er Brücken hinter sich abgerissen hat, ob das sein musste in dieser Lebensphase. Ich denke, das haben wir geklärt. Auch das war für ihn vorläufig und irgendwann abgeschlossen. Aber ein wichtiger Punkt, und Sie haben zweimal den Begriff der Wiedergeburt ins Spiel gebracht, ist doch die Frage, in welchem Kontext er da gesehen werden muss. Und da müssen wir einen Begriff klären von Gautama, den der bedingten Existenz. Wenn er sagt, dass er in einer solchen Situation die 100.000 Existenzen vor sich Revue passieren ließ, in dieser Nacht, im Lotussitz unter dem Baum, heißt das dann, dass er 100.000 Mal sozusagen ein festes Programm abspulen musste, oder gab es da in diesen verschiedenen Phasen von Wiedergeborensein so etwas, wie wir im Abendland sagen würden, von freiem Willen? Also bevor ich diese Frage beantworten kann, ich will mich nicht drücken, Sie dürfen mich nachher erinnern, sollte ich es vergessen, aber bevor ich diese Frage beantworten kann, müssen wir wenige Sätze sagen zu diesem Wiedergeburt, zu der Reinkarnationsthema an sich, weil hier, das ist vielleicht ein wenig schwierig zu verstehen, wenn wir es auf die Schnelle machen, aber wir müssen darauf eingehen, weil hier die Lehre Gautamas sich unterscheidet von allem anderen, was wir philosophisch in Indien haben. Wir haben vorhin gehört, noch einmal kurz zur Erinnerung, er hat das Dauerhafte, den Atman, den Jiva in sich gesucht und kam schließlich zu dem Schluss, es gibt das Dauerhafte, diesen Geist, der befreit werden kann, den gibt es nicht, der lässt sich nicht auffinden. Und jetzt haben wir natürlich, wenn wir das von außen betrachten, ein großes Problem. Die anderen indischen Philosophen und Erlösungslehrer der damaligen Zeit sprechen von einem Atman, einem Jiva, also einer Art ewiger Seele, unveränderlich, dauerhaft, die kann von Leben zu Leben wiedergeboren werden. Das stellte man sich vor, der Leib geht zugrunde, dieser Jiva, der Atman, tritt aus und sucht sich einen nächsten Leib. Gautama hat genau diese Lehre, dass es den Jiva oder den Atman gibt, verworfen. Gautama nannte seine eigene Lehre, das sollte man vielleicht auch einmal erwähnen, Gautama nannte seine eigene Lehre nicht Buddhismus, das ist irgendwann Europäern eingefallen, die nach Asien reisten und das Ding irgendwie benennen wollten. Gautama nannte seine eigene Lehre Anatmanvada. Damit trat er auf, das war sein Firmenschild, Anatmanvada, heißt Atman ist das Wesen, An ist eine Verneinung, Vada ist die Lehre, nicht Wesenslehre. Er trat damit auf, das war seine Zentrallehre, es gibt kein dauerhaftes Wesen im Menschen, es gibt letztlich eigentlich gar nicht so etwas wie ein festzumachendes menschliches Wesen. Und dann haben wir nun ein großes Problem, das Problem der Wiedergeburt ohne Subjekt der Wiedergeburt. Was wird da wiedergeboren? Da ist Gautama auch sehr angegangen worden zu Lebzeiten von anderen Erlösungslehrern, die Dinge ganz ähnlich gesehen haben wie er, aber diesen Punkt nicht nachvollziehen konnten. Und Gautama sagte, genau auf diesen Punkt kommt's an. Die Wiedergeburt hört in dem Moment auf, wenn man erkennt, dass man gar kein dauerhaftes Wesen ist. Wenn diese Täuschung weg ist, ist auch keine Wiedergeburt mehr da. Und er hat den Menschen, wenn man das so sagen möchte, das Wesen des Menschen analysiert. Er sagte, der Mensch besteht aus 5 Skanda. Skanda heißt Haufen. Haufen, also Haufen ist schon sowas, so ein Sammelsurium von Dingen, wo man nichts Festes drin findet. Der Mensch besteht aus 5 Haufen. Der Körper ist ein Haufen, ein sich ständig veränderndes Ding, ist die eine Sache. Das Gefühl, ganz wichtig bei Gautama, die Gefühle sind ja ein Haufen von Sammelsurium am Menschen. Die Wahrnehmung ist der 3. Haufen, das ist ja ständig etwas anderes und nichts Festgreifbares darin. Das Bewusstsein als 4. ist ein Haufen. Andere sahen das Bewusstsein als etwas Ewiges. Er sagt, das Bewusstsein ist bedingt durch Wahrnehmung. Ohne Wahrnehmung kein Bewusstsein. Nur solange ich etwas sehe, höre, schmecke, fühle, habe ich ein Bewusstsein, das etwas ist. Bewusstsein an sich gibt's gar nicht. Und dann der 5. Haufen,
das Komplexeste und irgendwo auch Wichtigste, weil man da die Erlösung angehen kann, die Strebungen, die Triebe, die Interessen, die man hat. Das, was den Menschen treibt. Nicht, dass ich einen Schritt nicht mitkriege und es nicht verstehe. Heißt also, es gibt gar nicht einen Wesenskern in mir, den ich heute habe, den ich morgen aber auch noch haben werde? Den gibt es nicht. Den gibt es nach der Lehre Gautamas nicht. Und genau das gilt es einzusehen, dass das, was wir als Dauer sehen, Täuschung ist. Deswegen täuschen sich für Gautama all die Lehrer, die vom Atman, vom Wesen sprechen, von der Erlösung des Wesens sprechen. Es gilt einzusehen, dass es genau das nicht gibt. Und dann hört Wiedergeburt auf, dann hört Leid auf. Ja, dann ist man sozusagen von der Welt erlöst. Und es kann nicht gesagt werden, ob derjenige, der das erreicht hat, jetzt der Philosoph im Sinne Gautamas, der die höchste Weisheit erlangt hat, wenn der einmal gestorben ist, lässt sich nicht sagen, ist er noch, ist er nicht, ist er beides oder keins von beiden, wie es immer in den alten buddhistischen Texten heißt, da lässt sich gar nichts mehr letztlich sagen darüber. Aber die Täuschung ist unser Gefühl, ich bin. Die Subjektivität ist bedingt und Täuschung. Ich habe für den heutigen Abend ein einziges Zitat rausgeschrieben aus Ihrem Buch. Ich glaube, das passt dazu ganz gut. Fragte man mich, ob ich in der Vergangenheit war oder nicht, ob ich in der Zukunft sein werde oder nicht und ob ich jetzt bin oder nicht, antworte ich bin in der Vergangenheit gewesen und ich bin nicht gewesen. Ich werde in der Zukunft sein und ich werde nicht sein. Ich bin jetzt und ich bin nicht. Ja, das ist Der hat in Paradoxen gedacht. Das ist nicht paradox, das erscheint uns heute paradox. Aber es ist von ihm aus nicht paradox gemeint. Dass ich jetzt hier zu mir sage, ich stehe vor Ihnen, wenn ich jetzt mal Gautamas Stellung einnehme, ich stehe vor Ihnen und spreche zu Ihnen, lässt sich nicht bestreiten, ist eine Realität in einer gewissen Weise, ist eine Wirklichkeit. Hier geschieht etwas. Wenn man etwas tiefer unter diese Hülle der Wirklichkeit blickt, sieht man, es stimmt gar nicht. Hier steht ein Haufen Körperlichkeit, ein Haufen Gefühl, ein Haufen Wahrnehmung, ein Haufen Strebungen, ein Haufen Bewusstsein, wo eines das andere bedingt und wo all das, was jetzt außen herum ist, auch diese Sache bedingt. Aber es hat keine Wirklichkeit in sich und keine Wirklichkeit an sich. Es ist eigentlich nicht das, was es scheint. Ich frage mich, welchen der hier anwesenden Haufen ich mal fragen darf, ob Sie mit diesem Menschenbild zurechtkommen. Bitte um Meldungen. Ja, es scheint wirklich so, dass der Mensch nur noch aus getrennten Haufen bestehen sollte. Also ich tue mich damit schwer und ich denke, der Gautama ist darauf eingegangen, das alles zu trennen. Und daraus ist seine Lehre praktisch entstanden, erscheint mir so. Aus Verzicht, die ganzen Bindungen wurden praktisch aufgelöst und dann entstehen solche Haufen. Dann sieht man diese Haufen, wirklich. Und ohne jetzt diesen Piepwort zu sagen, aber für westlichen Welt, wo die Auseinandersetzung mit den Menschen wichtig ist, ist das auch nicht, also für mich ist das, Entschuldigung, nicht nachvollziehbar, wie sollen diese Haufen mit anderen Haufen kommunizieren? Ich frage mich die ganze Zeit, ob es jetzt um einen Einzelnen geht oder um eine Gemeinschaft. Wenn es um einen Einzelnen geht, dann könnte man das mit den Haufen vielleicht so formulieren, um es zu verdeutlichen, um sich das bewusst zu machen, was man alles für Ebenen in sich hat oder für Elemente oder was zusammenarbeitet. Und ich meine aber doch, dass das miteinander verflochten ist, in jedem einzelnen Menschen auch. Und dann kommen auch noch die Beziehungen, die man nach außen zu anderen Personen hat. Und das war eine Frage, die ich eigentlich eben auch schon stellen wollte, welche Bedeutung die Gemeinschaft eigentlich im Buddhismus hat. Ob es immer nur um den Einzelnen geht, der erlöst werden möchte oder ob es auch um die Gemeinschaft geht. Wollen wir diese Frage nach der Gemeinschaft noch für den einen Moment zurückstellen? Das waren ja jetzt lauter Ich-Sätze. Ich bin jetzt und ich bin nicht. Wenn Sie jetzt nach Hause gehen würden und müssten diesen Satz erklären,
Herr Zotz hat uns das gesagt, dass wir diese beiden Sätze zusammendenken können, ohne das als Paradoxon aufzufassen. Wie würden Sie das anstellen, das zu erklären oder für sich zu verstehen? Ich bin jetzt und ich bin nicht. Das fällt mir schwer. Es könnten verschiedene Ebenen von mir sein, dass ich sage, ich bin jetzt körperlich da, aber zum Beispiel geistig bin ich im Moment nicht hier. Ich bin ganz woanders. Ich denke an was anderes. Ich bin jetzt geistig ganz woanders. Zum Beispiel. Sonst fällt mir das auch schwer zu erklären. Vielleicht müsste man in der letzten Konsequenz auch ganz darauf verzichten, noch von Ich zu sprechen. Das müsste man, ja. Das müsste man. Es gibt eine Stelle bei Gautama, wo er so sinngemäß sagt, das ist ein behelfsmäßiger Ausdruck, den eigentlich nur jemand verwenden sollte, der darüber hinaus ist. Es ist ein pragmatischer Ausdruck sozusagen, was in diesem ganzen frühen Buddhismus, ich muss noch einmal sagen, wir sprechen vom frühen Buddhismus, von der Lehre Gautamas. Das ist später sehr, sehr anders geworden in allen heute existierenden buddhistischen Konfessionen. Was in diesem frühen Buddhismus betont wird, ist, dass eigentlich ja das Ganze nicht mehr ist als die Summe seiner Teile. Da ist kein Wesen drin. Das, was wir Ich nennen, lässt sich tatsächlich restlos zerlegen. Und dass uns das ein wenig schwer fällt, im Abendland zu verstehen, wir sprechen vom Individuum. Wenn wir sagen, der Mensch, von einem einzelnen Wesen sprechen, sagen wir das Individuum. Und Individuum heißt, wenn wir es wörtlich nehmen, Unteilbares, nicht dividierbares Individuum. Wir sind nicht dividierbar nach unserem Lebensgefühl und Verständnis, zumindest Mainstream gesehen. Und hier ist Gautamas Lehre diametral gegenübergesetzt. Wir sind ein Individuum, wir sind teilbar. Wir sind, ja, wir zergehen in der Summe unserer Teile. Und das Ich ist nicht findbar. Buddha hat ja eigentlich auch gelehrt, diesen achtfachen Pfad zu gehen, um auf den Weg der Erleuchtung zu kommen oder des Erwachens zu kommen. Irgendetwas, wenn wir also auch keine Übermenschen sind, so wie Buddha dann so interpretiert wurde, dann muss es aber doch etwas Beharrendes und sich Durchhaltendes in jedem Menschen geben, was diesen achtfachen Pfad begeht. Denn sonst verliere ich mich ja unterdessen und kann das nie erreichen. Warum bestehen Sie darauf? Ja, ich kann ja nicht einen Teil von mir, also einen Haufen, so einen genannten Haufen von mir auf diesen achtfachen Pfad schicken. Das muss alles immer versammelt bleiben, sonst geht's nicht voran. Also irgendwas stimmt da nicht mit dieser Lehre. Ja, darüber hat man sich natürlich in der frühen buddhistischen Philosophie schon auch Gedanken gemacht. Es gibt den Kern nicht, aber es gibt konsequent ablaufende Prozesse. Spielt also beispielsweise im frühen Buddhismus eine große Rolle die Kausalität. Also in dieser Welt, die wir beobachten können, passiert nichts rein zufällig. Es gibt Ursachen und Wirkungen und, wie es in buddhistischen Texten immer wieder heißt, es wachsen einem Hasen keine Hörner. Das heißt, es passieren nicht willkürliche oder zufällige Dinge. Es gibt also so etwas wie einen Prozess. Wenn dieser Haufen, der sich jetzt für ein Wesen, für ein Individuum hält, einen Weg zum Erwachen beschreitet, gibt's da einen kontinuierlichen Prozess. Aber am Ende sieht man dann, es war alles nichts. Ich habe mich umsonst als ein Haufen, als ein leidender Haufen gefühlt. Sie haben natürlich auf einer anderen Weise vollkommen recht. Das ist letztlich absurd und da stimmt etwas nicht. Das hat die buddhistische Tradition auch so gesehen. Und deswegen sind später im Buddhismus Schulen entstanden, die gesagt haben, das geht nur unmittelbar als Erkenntnis. Ich bin Täuschung. Sobald ich irgendwelche Wege gehe und den achtfachen Pfad gehe oder solche Dinge tue, die in irgendeiner Weise kontinuierliches Tun und kontinuierliches Denken verlangen, dann ja stabilisiere ich dieses Ich kann ich nicht auf dem Weg der Befreiung von der ganzen Welt sein. Und so hat es also buddhistische Schulen gegeben, die all das wieder verworfen haben oder sagten, das waren provisorische Lehren von Gautama, um Leute anzulocken, weil er denen was geben musste, dass sie was tun. Aber eigentlich geht's nur unmittelbar. Irgendwann werde ich erkennen, ich bin kein Individuum, ich bin kein Ich, es gibt eine Tat, aber keinen Täter. Und ab dem Moment
ist vollkommenes Glück da, weil es kein Leid mehr gibt, weil es kein Subjekt des Leidens mehr gibt. Herr Zürth, Sie hatten ja darum gebeten, dass ich rechtzeitig die Kontrollfrage stelle, ob wir es geklärt haben, den Begriff der bedingten Existenz. Haben wir das damit erledigt? Ich bin mir nicht sicher, ob Sie mit der Frage nach der bedingten Existenz Ich will es erklären. Ja. Denn ich glaube, genau an diesem Punkt lauern viele Missverständnisse, die sozusagen in der buddhistischen Tradition angelegt sind. Dass man denkt, jeder hat sein Karma, er wird durch diese Wiedergeburtstretmühle geschleust und wenn er wieder in irgendeiner Existenzform neu geboren ist, dann hat er das Programm zu absolvieren, was im Grunde vorgesehen war. Und dann sagt er doch, stimmt gar nicht unbedingt. Nein, es kann nicht stimmen. Es kann gar nicht stimmen, sondern bedingte Existenz. Was heißt das? Es kann nicht stimmen. Also jetzt haben Sie die Karma-Lehre angesprochen. Jetzt müssen wir noch einen Schritt zurück machen, bevor wir zur bedingten Existenz kommen. Aber ich mache es kurz. Das Karma ist eine Vorstellung. Karma heißt Tat. Und die Vorstellung, die sich dahinter verbirgt, ist, dass die Taten im Buddhismus, die Gedanken, Worte und Taten eines Lebens den Fortgang im nächsten Leben bedingen. Das haben wir vorhin schon ein bisschen geklärt. Es gibt kein Subjekt, was weitergeht. Das ist ein Prozess, der sich in irgendeiner Weise fortsetzt. Haben sich dann die buddhistischen Denker viele Gedanken gemacht, wie das sein kann. Es ist ein Prozess, der sich in einer bestimmten Weise vom einen ins andere Leben fortsetzt. Und darüber stritten nun die Philosophen im alten Indien. Einige sagten, das Tun meines jetzigen Lebens bestimmt völlig voraus, was mir im nächsten Leben widerfahren wird. Und was im nächsten Leben getan wird, bestimmt völlig, was mir im nächsten Leben widerfährt. Also alles hört man heute in Indien oft, dass Inder sagen, das ist mein Karma, oder in buddhistischen Ländern, wenn einem irgendetwas widerfährt. Aber Gautamas Argumentation war hier, wenn alles vorausbestimmt wäre aus früheren Leben, gäbe es, und ich glaube, das war der Aspekt, den Sie angesprochen haben, dann gäbe es keine Freiheit. Freiheit, diesen Prozess zu unterbrechen, wäre unmöglich. Und darum, das ist Gautama sehr wichtig, er nennt das eine Narrenlehre, wenn jemand sagt, alles ist Karma, alles ist vorherbestimmt, in seinem Weltbild einer Bedingtheit aus sehr vielen Prozessen, die miteinander spielen und die miteinander eine Rolle spielen, werden eben solche Momente der Freiheit möglich. Das eine ist die Tat und mein Denken, mein Reden, mein Tun, das mich in einer Weise bestimmt und ausrichtet. Aber es gibt auch die Gesetze der belebten Natur, die damit hineinspielen. Es gibt Gesetze der unbelebten Natur. Es gibt allerlei andere Wirkungen und ein Beziehungsgeflecht, was sich überhaupt nicht durchschauen lässt für den normalen Menschen, macht dann solche Momente des Loslassens möglich. Also es kann nicht alles, das war Gautama sehr wichtig, im schroffen Gegensatz zu vielen anderen indischen Denkern seiner Zeit, es kann nicht sein, dass man sich selbst sein Leben von einem zum nächsten vollkommen vorbestimmt. Sieht man oft sehr anders. Auch manche Buddhisten sehen das heute sehr anders. Aber Gautama war das sehr wichtig. Mir war das ja klar, wenn wir heute Abend uns mit Gautama befassen, dass wir dann immerzu auch gleich die ganze buddhistische Tradition mit reflektieren müssen. Und da ist es so, als ob man einen Wollknäuel in der Hand hat mit lauter losen Enden. Aber eines dieser losen Enden will ich gerne nochmal anpacken, was wir vorhin vertagt haben. Die Frage vom Individuum zur Gemeinschaft. Das interessiert mich sehr, denn ich bin in Ihrem Buch auf eine Stelle gestoßen, da geht es um einen Mythos, wie sozusagen die Ungleichheit zwischen den Menschen in die Welt gekommen ist. Wie die Gier in die Welt gekommen ist, wie der Hass in die Welt gekommen ist. Und wenn ich mir diese Beschreibungen angucke, dann hat das zu tun damit, dass wir angefangen haben, Häuser zu bauen, dass wir abgegrenzt haben, dies ist meins und das ist deins und so. Und ich dachte, ich lese nicht Gautama, ich lese Rousseau. Falsch gelesen. Um jetzt gegen Ende hin doch nochmal einen Brückenschlag zwischen Indien und dem Abendland zu schlagen.
Nein, nicht falsch gelesen, ganz richtig, ganz richtig gelesen. Der Sündenfall, der hier zur Sprache kommt, wenn man das so nennen möchte, in diesem Mythos, den Gautama erzählt, wie die Ungleichheit in die Welt gekommen ist, ist das Abgrenzen. Die höchste Form des Abgrenzens ist, dass ich sage, ich im Unterschied zu anderen. Sobald ich mich in den Unterschied, also ich sage, unterscheide ich mich dadurch selbst von anderen, was wir gerade gehört haben, nach frühbuddhistischer Philosophie Täuschung ist. Aber Gautama sieht das eben in diesem Mythos auf sehr vielen Ebenen verwirklicht, indem Menschen schon ihre eigenen Felder abgrenzen und sagen, dies ist meins. Indem Menschen schon beginnen, ja, nicht nur vom Baum zu pflücken und zu essen, sondern in den entsprechenden Mythen kommt auch vor, sobald man Vorräte ansammelt für sich im eigenen, wird diese Täuschung, ich im Unterschied zum anderen, stabilisiert. Da gibt's durchaus Parallelen zu westlichen Vorstellungen, ja sicher. Und es gibt dann, wenn man das weiterliest, diesen Mythos, irgendwann wählen die Menschen dann einen König, es entsteht der Staat, da gibt's Parallelen zum Gesellschaftsvertrag. Das ist richtig, aber das ist ein großer Sündenfall, der darin besteht, dass der Einzelne sich abgrenzt vom Anderen. Das, wenn man so möchte, Paradox der Geschichte ist dann, dass er diesen Sündenfall dann letztlich nach Gautama wieder nur gut machen kann, indem er rausgeht aus der Gesellschaft, die auf Eigentum, auf Abgrenzen, auf verschiedenen Individuen, die einen Gesellschaftsvertrag geschlossen haben, gegründet ist, dass er rausgeht aus dieser Gesellschaft und in die Einsamkeit geht und sich nicht mehr bindet und Wanderer wird. Also das heißt, es gibt keine kollektive Lösung dafür, wie man, das ist eine sehr aktuelle Frage, wie man die Gier aus der Welt schafft? Das geht nur individuell, indem jeder versucht, sich abzukoppeln von der Gesellschaft? Für den frühen Buddhismus, wohlgemerkt, gibt es keine kollektive Lösung. Der spätere Buddhismus hat das als Täuschung bezeichnet, genau diese Idee, dass es keine kollektive Lösung gibt. Aber die Gier, die sehen wir ja schon viel früher, die sehen wir ja auch im Tierreich, die kommt ja nicht erst später bei den Menschen, wo die sich Häuser anschaffen. Und ich denke, das Menschliche sieht darin so aus, dass wir versuchen, die Gier zu überwinden. Und wie geht das? Ja, ich denke, dass Buddha da schon einen ziemlichen Weg gegangen ist, den Jesus Christus auch gegangen ist. Da muss man schon mal Opfer bringen. Aber als Einzelner, der sich loslöst von der Gesellschaft? Im Christentum sieht es so aus. Es liegt bei anderen, diesen Weg teilweise auch zu gehen. Da kann keinem vorgeschrieben werden. Interessant, dass ein weiteres Mal der Versuch unternommen wurde, da Weltreligionen miteinander ins Gespräch zu bringen, ne? Ja, aber interessant auch der Gedanke mit dem Tier. Da sind wir ganz nah bei Gautama. Das ist beim Tier auch der Fall. Natürlich noch nicht, dass es sich Häuser baut und dass es Vorräte rafft. Aber Gautama sieht genau das, dass beim Tier diese Gier auch da ist. Und er spricht von der Chance des Menschseins. Das Tier kann das nicht erkennen, dass es in Gier befangen ist, dass es in Hass befangen ist. Gier ist also haben wollen. Hass ist sich abgrenzen wollen von anderen. Aber das betont er immer wieder. Der Mensch kann sich dessen bewusst werden. Also er spricht von einem Wert des Menschseins, was darin besteht, Nein sagen zu können zu all dem. Was sagen Sie dazu? Ich sehe es weder pessimistisch noch positiv. Ne? Ich denke, es ist einfach der Versuch, die Dinge klar zu sehen. Ne? Ich dachte aber eben, als der Herr Zotz von der Chance zum Menschsein sprach, dachte ich auch im Moment an Nietzsche. Ne? Also, dass der Mensch wirklich auch ein Kulturprodukt ist. Ne? Das finde ich auch eine sehr interessante Variante. Es gibt aber einen Punkt, könntest du das ein bisschen weiter weghalten? Das macht mich ein bisschen nervös. Dann hört sie keine ja. Mehr. Ach so, ja. Was mich da jetzt beschäftigt, ich bin beruflich, bin Krankenpfleger, oft dabei, wenn Menschen sterben. Ne? Und da bewegt mich immer der Gedanke schon mal, was stirbt da jetzt? Ne? Ist da was da, dieses Atman, dieses Immerwährende, ne? Was geht da jetzt weg? Oder wird jetzt bloß ein Prozess beenden? Ne?
Das ist etwas, was mich immer sehr bewegt, weil ich immer das Gefühl habe, da wäre was, ne? Aber ich kann beim besten Willen nicht sagen, ob das jetzt illusorisch ist oder nicht, ne? Sie werden es durch Gucken nicht rauskriegen. Nee, vielleicht durch Meditation oder so, ich weiß es nicht, ne? Aber das ist der Punkt, der mich da sehr fasziniert, ne? Ich habe auch das kleine Buch vom Herrn Zutz mal gelesen, über den, das ist diese Robold-Monographie, ne? Hat mir auch sehr viele Anstöße gegeben. Aber in dem Punkt bin ich nicht wirklich weitergekommen. Könnten Sie sich als Leichnam vorstellen? Als was? Als Leichnam. Ich habe schon versucht, ich habe sogar versucht, mich selbst mal als Leiche zu zeichnen. Vielleicht auch ein bisschen an meinen Zeichenkünsten gescheitert. Herr Zotz, denn das kann ja auch ein Weg sein, den, den Gautama ausprobiert hat. Es gibt ja von Buddha diese, diese Schlachtfeld-Meditation, ne? Man sich den eigenen Körper vorstellt, das ist ein Ansammeln von Knochen, von irgendwelchen Körpersäften und dergleichen, ne? Und natürlich auch eine Verabfolgung von körperlich, beziehungsweise, muss ich sagen, physiologischen Vorgängen und so weiter, ne? Also ich finde, der Buddhismus, der passt natürlich wunderbar mit unserem westlichen naturwissenschaftlichen Denken zusammen. Da kommt man wahrscheinlich, wenn man positivistisch denkt, eher mit klar als mit der christlichen Tradition. Ne? Fangen wir mit der Meditation über den eigenen Leichnam an und dann kommen Sie noch zum Stichwort Pessimismus, Herr Zotz, bitte. Können wir machen. Ob das mit einem feinen Übergang geht, weiß ich nicht. Ich helfe Ihnen, wenn es sein muss. Werden wir sehen. Meditation über den eigenen Leichnam, Leichenfeldbetrachtungen und solche Dinge spielen im frühen Buddhismus eine Rolle. Es ist allerdings nicht, wenn ich jetzt darüber gleich was sage, die Einschränkung, es ist nicht das Wesentliche und die wesentliche Meditationsform im frühen Buddhismus. Die wesentliche Meditationsform im frühen Buddhismus liegt am einfachen Beobachten des Ein- und Ausatmens, um ganz im Moment zu sein und alles andere loszulassen. Das nur als Vorbemerkung. Diese Leichenbetrachtungen scheint Gautama in ganz speziellen Situationen gegeben zu haben. Da gab es eine Schülerin von ihm, die war sehr hübsch und sehr eitel und der hat ja dann zum Beispiel gesagt, stell dir vor, du stirbst und du siehst deinen Leichnam und dann sieht man diesen Leichnam, sollte diesen Leichnam eben in verschiedenen, ja, Zerfalls- und Verwesungszuständen nacheinander sehen. Einfach um diesen Haufen Körperlichkeit vollkommen loslassen zu können und nicht immer so glücklich zu sein über sein hübsches Spiegelbild, was man da im Teich sieht. Das ist eine Sache, die dann in der japanischen Kunst beispielsweise eine große Rolle spielt, dass das gemalt wird da, in der buddhistischen. Das ist also in dieser Radikalität ein Teil der buddhistischen Meditation. Das ist dann immer weiter ausgebaut worden, bis dahin, dass man sich dann als Knochenhaufen nur mehr sieht, dass man an Leichenverbrennungsstätten gehen soll und schauen soll, ja, wie das Gesetz der Nichtdauer überall wirkt. Hier geht's ums Loslassen des Haftens an sich selbst. Ja, Sie haben jetzt die Bedeutung dieser Meditationsform relativiert. Sie steht nicht im Zentrum. Sie steht nicht, der frühen sie steht, nein, Techniken. Nein, sie steht nicht, auch der späteren nicht. Also Gautama dürfte aus der Erfahrung dieser ganz strengen Askese, dieses auf Leichenfeldern Lebens, dieses Fastens, also was er sagte, es war, er versucht einen Weg der Mitte, des Vermeidens der Extreme. Und auch seine Meditation sollte ein Weg der Mitte sein, das Essen ein Weg der Mitte. Der buddhistische Wanderasket isst ab 12 Uhr mittags, also ab High Noon nicht mehr, aber kann vorher essen, also er fastet den halben Tag sozusagen und nicht mehr wie andere Asketen den ganzen Tag. Und auch diese Dinge, diese Leichenbetrachtungen dürften ursprünglich gegeben worden sein in spezifischen Therapienotwendigkeiten. Die allzu hübsche Schülerin, die ihren Körper nicht relativieren wollte, beispielsweise. Zum guten Schluss, und jetzt helfe ich Ihnen da doch nochmal, die Sache mit dem Pessimismus. Denn das hängt ja dem Buddhismus ein wenig an. Und Sie haben es vorhin auch nochmal gehört,
vieles von dem, was Sie erläuternd gesagt haben, klingt nach einer pessimistischen Philosophie. Richtig, das sind die Etiketten, die man dem Buddhismus allgemein, aber wir sprechen jetzt über den frühen Buddhismus, dem frühen Buddhismus sehr gern umgehängt hat. Pessimismus, der große Philosoph des Pessimismus, Schopenhauer, ist ja einer der Entdecker der Lehre Gautamas für den deutschen Sprachraum gewesen, hat dann in die Welt als Wille und Vorstellung gemeint, er und Gautama stimmen eigentlich in allen wesentlichen Punkten überein. Es ist sicher nicht ungerechtfertigt, aus einer europäischen Perspektive hier Etiketten wie Pessimismus oder Nihilismus, wenn man sie definiert und reflektiert, zu gebrauchen. Buddhistische Denker, moderne buddhistische Denker, auch in Asien, die damit konfrontiert werden, sagen, nein, Buddhismus ist weder pessimistisch noch ist er optimistisch. Wir sind eigentlich realistisch, wenn wir die Dinge so betrachten. Die Welt und der Mensch sind Prozesse. Es gibt nichts Greifbares und Dauerhaftes darin. Wir betrachten die Dinge, wie sie real sind. Aber das ist natürlich auch ein behaupteter Realismus, so wie es ein behaupteter Pessimismus ist. Das ist ein Pessimismus aus der europäischen Perspektive, die sagt ja, es ist eigentlich das Richtige, das Gute und Wahre, dass wir ein Individuum sind und etwas Bleibendes sind. Also diese Begriffe sind sehr relativ. Sie sind gerechtfertigt auf der einen Seite und nicht gerechtfertigt auf der anderen Seite. Deswegen bin ich persönlich nie sehr glücklich, wenn wir irgendwelche europäischen Ismen so leichtfertig auf asiatische Traditionen kleben. Der eigentliche Begriff, über den wir nachdenken werden, da bin ich mir ganz sicher, wenn wir hier geschlossen haben, ist der des Haufens, der endet nicht auf Ismus. Darüber können wir nachdenken. Für heute schließen wir. Danke herzlich, Volker Zotz, für diesen Abend. Herzlichen Dank.